Ich begrüße euch, liebe Leute, zu einem weiteren Video von mir, von Troppi oder besser gesagt aus Troppis Holzhütte. Zuerst möchte ich mein Intro abspielen und danach können wir mit dem Projekt starten. Heute mal mit einem Test von meiner Säge, meiner Akkusäge von meiner GKS 12V26. Also das ist schon dieses neue Modell. Das andere Modell war ja das 10,8. Bosch hat ja dieses Akkusystem ja umgestellt von 10,8 auf 12 Volt. So, gut. Dann kann ich mal hier bei euch hier mal die ganzen Details einblenden. Ich jetzt erstmal die ganzen Details gezeigt. Ich kann ja euch noch mal ganz kurz den Lieferumfang hier in einer kleinen Liste zeigen. Es ist ein Solo-Gerät, da ich ja in meiner Werkstatt schon mehrere von diesem Werkzeug habe. Ich habe ja schon zwei Akkuschrauber und eine Säbelsäge. Aus diesem Grunde brauche ich ja keine weiteren Akkus aus diesem Grund. Ich möchte jetzt beginnen mit dem Test. Habt Spaß daran. Wir sehen uns nach dem Video oder zumindest am Ende des Videos sehen wir uns wieder und dann bekommt ihr auch ein Fazit von diesem Werkzeug. So, als Lieferumfang war diese Säge dabei, diese kleine Bosch-Säge. Als nächstes war dieser Parallelanschlag dabei. Dieser Parallelanschlag ist für Festool-Schienen und hier daneben gleich für die Bosch-Schiene. Also ist dieser Anschlag und diese Maschine für beide Schienenarten geeignet. Hier ist noch so ein kleiner Absaugstutzen. Der muss direkt hier an dieser Schraube befestigt werden. Hier sind noch, waren noch drei Schrauben, die dazugehören. Ist bloß schade, dass diese Schrauben Inbusschrauben sind und dass man hier nicht so eine anderen Schrauben genommen hat. Das wäre doch jetzt kein Problem, wenn man so eine Flügelschrauben genommen hätte. Ah ja. Also das ist das Erste, was mir jetzt nicht gefällt. Da muss man immer, ja, muss man immer hier hinten den Imbusschlüssel rausnehmen und den muss man dann immer mit dem Imbusschlüssel dann den Parallelanschlag. Ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen. So. Ja, so, jetzt ist der Parallelanschlag montiert, aber in meiner Werkstatt habe ich nur die Festool-Schienen und mit den Festool-Schienen ich muss mal ganz kurz ein bisschen höher machen, das Sägeblatt, sonst kratzt das unten. Also mit der Festool-Schiene, schaut mal, kann man prima
mitarbeiten. Die Verarbeitung von dieser Akkusäge ist sehr gut. Hier ist ein kleiner Sägeblattschutz. Das ist ein ganz, ganz feines, ein ganz, ganz dünnes. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Kamera einfängt. Ein ganz dünnes Sägeblatt, was dort verbaut ist. Und ich denke, ich werde gleich nochmal darauf eingehen, wie die Schnittleistung ist. Hier hinten hat man dann den Knopf zum Hoch und Runter. Ganz normal. Ich lasse ihn mal jetzt hier oben, damit ich hier unten bündig bin. Dann hier vorne Neigungswinkel. Sehr stabil. Hier wackelt nichts. Oh ja. Man merkt gleich, dass das wirklich ordentliche Qualität ist. So, hier ist der Knopf. Das ist eigentlich ein Sicherungsknopf. Der ist beidseitig. Beidseitig ist der Sicherungsknopf. Da muss man nämlich den drücken und dann kann man erst hier unten den Gasknopf drücken. Also kann man den beidseitig drücken, entweder die Seite oder die Seite. Ich kann ja noch ganz kurz, ich mache mal kurz den Akku rein. So, hier, wie gesagt, den Knopf drücken und den unteren Knopf drücken. Und dann geht es an. Andere Seite genauso. Andere Seite genauso hier. Aber da muss man mit dem Daumen drücken. Vielleicht ist das sogar noch angenehmer, mit dem Daumen zu drücken. Und dann geht's los. Hier habt ihr gerade gesehen, ist eine Beleuchtung, ist eine kleine LED, die dann das alles ausleuchtet. Gut, zum weiteren Test mache ich den Akku wieder raus, weil, oh nee, Moment, Akku noch mal rein, wollte ich euch noch mal zeigen. Hier unten ist die Anzeige, die Ladeanzeige, wie voll der Akku ist. Der Akku ist noch voll. Gut, das war jetzt diese Anzeige. So, hier unten im unteren Bereich hat der Schlüssel, der Imbusschlüssel, seinen Platz gefunden. So, das war es eigentlich schon. Das wird Druckguss gewesen, oder das ist Druckguss, aber macht wirklich einen wertigen Eindruck. Hier vorne, kleines Spiel hat es. Kleines Spiel. Ja, kleines Spiel. Aber es ist wirklich minimal. Sägeblattwechsel ohne Akku bitte. Akku bitte immer rausnehmen, wenn man an Akkugeräten oder ganz speziell an Kreissägen immer Akku rausnehmen. Das ist unsere Sicherheit. Immer ganz weit weg, Akku weg. Und dann kann man erst an dem Kreissägeblatt, an dem Blatt rumhantieren. Gut. So, hier hinten ist die Sperre. Hinten ist die Sperre. Und dann nimmt man sich den Imbusschlüssel. Und habt ihr gerade gehört, hat sich eingerastet. Ne? So. Und so kann man dann. So wird das Sägeblatt gewechselt. Einfach hier das abnehmen und raus. Und so klein sind die Sägeblätter. Standardwood. Das ist ein 85 x 11 x 0,7 x 1,5 mm. Jetzt wieder verschrauben. Und einfach wieder festdrehen. Funktionsüberprüfung. Und funktioniert. Gut.
Das war gerade das Wechsel vom Sägeblatt gewesen. Ihr habt da gesehen, hier hinten ist diese Vorrichtung, damit man die bremsen kann. Gut, das war es erstmal zur Maschine und wir können jetzt mal ein paar Probeschnitte machen. So, Akku wieder raus, ne? Und das Sägeblatt ohne Führungsschiene. Ohne Führungsschiene kann die Säge, so viel ich das sehe, 25 mm eintauchen. Also 25 mm starkes Holzsägen. Aber ich denke, 25 mm, das mutet man so einer kleinen Säge nie im Leben zu. Ich habe mir mal jetzt hier, was habe ich hier? 6er, 7er, was ist das? 7 mm Sperrholz. Das sieht aus wie Buche. Buche-Sperrholz mal ausgesucht. Einfach mal als Test. Akku ist draußen, wie gesagt. Ich gehe mal nicht allzu tief. Ich schaue mal, ob hier hinten ist eine Skala. Ob die Skala denn auch passt. Hier ist ein 10. 1 cm. Also ich habe jetzt die genau auf 1 cm gestellt. Na, das kommt hin. Das kommt hin. Das ist bloß ein bisschen blöde, weil, seht ihr hier, hier vorne ist der kleine Anschlag oder diese Markierung. Diese Markierung kennzeichnet, wie tief das ist. Aber mit dieser Schraube, und wenn die dann so steht, ist die Markierung verdeckt. Also sieht man dann gar nicht die Tiefe vom Schnitt. Das ist ein bisschen schlecht. Aber wie gesagt, das sind ja bloß 7 mm. Machen wir auf 6 auf 8 mm. Ich mache jetzt auf 8 mm, 1 mm mehr, damit wir genau gucken, ob das auch passt hier vom Schnitt her. Wenn ich hier nämlich 8 mm einstelle, muss die Säge das ja auch schaffen oder zumindest durchsägen. Gut, dann können wir mit dem Sägen starten. Gehen wir ein bisschen weiter hier rüber. Na, da ist alles, was ihr seht. Nehme ich mal das Feld hier raus. So, ihr habt ja gerade auch gehört, wie leise die ist. Ich mache noch mal ganz kurz an. Und vor allen Dingen so schön handlich, leicht. So, und los geht's. Ein Schnitt, einfach frei Hand mal. Also die 8 mm, die ich eingestellt habe, hat die durchgesägt, also passt hinten die Skala, passt super. Zum Sägebild, zum Sägeschnitt, schaut mal, also ich denke mal, da kann man nicht meckern. Das ist die Rückseite. So, das ist die Seite und das ist die Rückseite. Ich freue mich, dass ich diese Säge in meiner Werkstatt habe. Gut, jetzt als nächstes können wir mal einen Schnitt machen. Ein Schnitt mit dem Anschlag. Einfach hier den Anschlag einstecken. Wie gesagt, die Schrauben, die machen ein bisschen doof.
hinten bis zum Schluss, bis zum Ende. Dann festziehen. Und immer schön den Imbusschlüssel da wieder hinpacken, wo er ist, wo er war. Weil wenn man nämlich einmal den Imbusschlüssel verlegt hat, dann findet man den Imbusschlüssel meistens nicht mehr wieder. So, jetzt einfach mal, ich mache mir einfach mal ein Maß. Hier. Winkel abgesägt, hier ran, hier rauf und angelegt, angelegt, wer hat sich angelegt? Und los geht's, genau, die Lippe auf mein Maß und los geht's. Habe ich vergessen? Die Tiefe einzustellen, na klar doch. Die 8 mm passen doch jetzt gar nicht mehr. Also muss ich jetzt mindestens 15 mm einstellen. Nochmal. Aber jetzt seht, jetzt muss ich einen neuen Strich machen. Weil ich könnte da jetzt schummeln, ne? So, machen wir ganz einfach einen neuen Strich, hier ran. Ich habe gerade gesehen, ob das jetzt mit der Nullstellung hier stimmt. Komisch aus. Das sah komisch aus, aber der ist wirklich im Winkel. Aha. Ja. Ich dachte nicht. Naja. Ja, stimmt so. Na, dann ist ja gut, wenn das so ist, ne? Dann werde ich jetzt den versprochenen Schnitt hier machen. Mal sehen, dass ich ein bisschen länger gehe hier. So, ne? So, und los geht's. Das jetzt gerade mit der Führungsschiene. Ich weiß nicht, ob man es hier gut sieht. Kleine Ausrisse. Andere Seite, die Seite akkurat. Sehr sauber, sehr fein. Das war die Oberkante. Die Oberkante hier ein bisschen. Aber wirklich nur leicht, das ist ganz leicht. Das ist doch. Pff. Andere Seite. Prima. Also ich will sagen, einwandfrei. So. Ich würde mal sagen, dass wir Akku rausnehmen wieder. Akku raus. Mal einen Schnitt machen oder zumindest ich werde mal jetzt den Absaugstutzen befestigen und dann will ich mal gucken, wie sich die Säge verhält, wenn ich die absauge. Ja, hätten sie hier oben das gemacht. Verstehe das nicht. Ein bisschen länger gelassen, die Käse. Ein bisschen länger gelassen hier hinten das Teil.
Hätten hier oben das Maß rangenommen, hätte man das doch super ablesen können. Aber hier unten. Aber warum da unten? Das ist doch Käse. So, und jetzt mache ich den Absaugtest. Ich habe jetzt hier so ein bisschen meinen Werkstattsauger hier ran gemacht. Hier mache ich einfach einen Schnitt mit der Führungsschiene und dann können wir ja mal beurteilen. Ich schiebe mal die andere Kamera so ein bisschen weiter hierher, damit man dann auch sieht, ob denn auch gut absaugt. Schnitte gemacht, aber ich denke, dass das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Es ist aufgesaugt worden, aber was will man verlangen? Das ist ein offenes Sägeblatt und ich fand, die hat gut abgesaugt. Und hier auch wieder das Schnittergebnis. Prima. Was immer mehr. So Leute, das war's mit meinem Test, der GKS Akkukreissäge. Ihr habt ja gesehen, wie toll die sich doch gesägt hat. Handlich, klein, auch Freihand ist durch dieses schmale Sägeblatt sehr gut zu bewerkstelligen. An der Führungsschiene ist der Parallelanschlag so genau, dass der genau auch wie eine ganz normale Säge, die man an der Führungsschiene führt, Führungsschienenlippe, da setzt man ja die Führungsschiene an, damit man oben und unten das Maß genau absägen kann. Und wenn diese Maschine, der Parallelanschlag, richtig rangeschoben wird, passt diese Säge auch genau an dieser Lippe. Gut, was mir nicht gefallen hat, war, ja, erstmal sage ich doch erstmal, was mir gefallen hat. Gefallen hat mir, dass die Maschine so handlich ist und dass die Maschine mit diesem mit diesem Parallelanschlag oder mit dem Anschlag auch für Bosch, für Makita, für Festool, alle möglichen Führungsschienen geeignet sind. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube Scheppach nicht, weil Scheppach, die Führungsschiene, die sind stärker. Gut, wir kommen dazu, was mir nicht an dieser Maschine gefallen hat. Nicht gefallen hat mir, wie schon gesagt, hier diese Kennzeichnung. Die Kennzeichnung hätte vielleicht ein Stück weiter höher sein können, damit man die besser ablesen kann. Oder vielleicht hier eine andere Schraube verwenden, damit man das hier alles besser ablesen kann. Noch hat mir nicht gefallen, diese einfachen Schrauben nur hier oben. Für hier unten lässt sich sicherlich nicht anders machen. Für hier unten, für die Absaugung, muss man ja eine normale Schraube verwenden. Aber hier oben hätte man ruhig kleine Rändelschrauben nehmen können, damit man das auch schnell und einfach lösen kann. Das wäre schon gut. Wie gesagt, hier vorne ein kleines bisschen ein kleines bisschen. Aber sonst kann ich sagen,
die Dinge, die mir gerade aufgefallen sind, das sind nur Nebensächlichkeiten, das sind Kleinigkeiten. Ich kann diese Säge wirklich mit gutem und reinem Gewissen weiterempfehlen. So, mein Testfazit zu dieser kleinen Säge. Ich würde sagen, diese Säge gebe ich eine gute 2, eine sehr gute 2. Weil die Kleinigkeiten dort, die mir aufgefallen sind, sind eigentlich nur Nebensächlichkeiten. Eigentlich könnte ich sagen, das ist fast eine 1-. Aber eine 1- oder eine 1, das wäre schon perfekt. Gut, ich bedanke mich für euer Interesse. Falls ihr wirklich irgendwelche Fragen habt zu diesem ganzen Programm, zu den 10,8 Bosch Blau Programm, einfach wie immer unten in der, da unten in der Videobeschreibung einfach eure Fragen reinschreiben. Vielleicht kann ich euch dabei behilflich sein, euch vielleicht etwas überzeugen. Ja, überzeugen will ich euch nicht. Ich möchte nur sagen, was gut ist, was mir in meiner Werkstatt auch hilft. Ich möchte euch nicht überzeugen. Ich möchte nie zu euch sagen, ihr müsst das kaufen, ihr müsst das kaufen. Das möchte ich nicht. Ich möchte euch mitteilen, was in meiner Werkstatt, was mir hilft in meiner Werkstatt. Ich möchte hier unten unter der Videobeschreibung oder in der Videobeschreibung möchte ich keine Links eintragen mit irgendwelchen Links. Hier, das ist das Beste und das kauft, das möchte ich nicht. Ich möchte nur sagen, Leute, die Säge hatte ich oder habe ich in meiner Werkstatt. Die Säge gefällt mir. Die ist handlich oder so oder so. Ich möchte euch nicht überzeugen oder nie oder am besten, ich möchte euch gar nicht überreden, irgendwas zu holen. Ich möchte euch anhand dieser Beispiele zeigen. Ich möchte euch alles zeigen, wie die Geräte arbeiten, was sie leisten. Und das möchte ich euch zeigen. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse bedanke ich mich und möchte nun den Test beenden. Ich möchte Tschüssi sagen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal, sagt Troppi aus seiner kleinen Holzhütte. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüssi und Tschüssi.